Hallo Leute, willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Wir räumen hier einfach direkt weiter auf und so. Schadensboost. Den nehmen wir mit. Bedarf? Ja. Hier, Booker. Dann gib mal her. Perfekt getimt. Ja, aber plötzlich ist hier was offen mit dem Drehkreuz. War das nicht irgendwie einfach komplett zu gerade? War das auch gut optisch getäuscht? Eine Kasse, die kein Geld drin hat? Gibt's ja nicht. Limben. Wenigstens liegt hier was daneben, wa? Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe. Die hinter uns. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Ja, überlegst oder wie? Was wollen Sie mit dem Ding? Einen Marienkäfer? Ich sollte so weitergehen hier. Ich muss doch hier rein. Hier sah nicht das Backt hier gerade. Das wäre jetzt aber blöd. Ich wüsste mich aber nicht, wie es anders weitergeht. Fängt ja gut an, die nächste Folge. Ja, komm, mach die Hütte auf. Das könnte es sein. Ja, wie, das könnte es sein. So. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren. Ach du Schande. Ach nö, nicht schon wieder. Elizabeth. Elizabeth, ja, du, versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Die ist strange.
Bereich verlassen. Ja, dann machen wir. Das eher gewusst hätte, hätte man da besser einen Speicherpunkt gehabt. Naja. Die Spielzeit schon wieder viel zu blind, ne? Wieder einen Krieg starten, ne? So, erstmal hier unten hin. Wie hockt da und du? Ein Schild. Ich hab hier Sachen. Ich bin hier am Fahren. Booker, hier! Ich hab mehr als Zeug. Das ist alles schön und gut hier. Los, mach! Fertig! Nahkampfschaden, 50%ige Chance, Feinde in der Nähe zu schocken, Opfer sind 2 Sekunden lang verwundbar. Ja, warum nimmt man das passt schon? Ja. So ein Angriffskörper. Ja, komm, nimm mal auf. Und jetzt geht er wieder hin. Geht klar! Tschüss! Aber klar! Noch cooler. Ja. Wer gegen uns ist, der macht doch kaum was. Ich hab da drauf Holzen hier. Ja. Langweilig. Das war eine ganz schlechte Idee. Na dann, schon dabei. Aber wir haben ja durch die Risse im Medizinkit bis zum, ne? Also wir wollen. Fertig. Machen wir einen Köder dahin. Aber eigentlich ganz so anders hin, aber ja gut.
erstmal was gelootet. Feuerhahn. Oh, das ist ja noch viel cooler. Schon nicht da irgendwo hin. Was ich aber hier erstmal gucken. Oh, okay, dann machen wir auch die Bitte. Fertig. Gespeichert, okay. Lockpicks und so weiter und so fort. Kinetoskop. Das Wort des Propheten präsentiert ein Rückblick auf die Anfänge. Gut, schon wieder weg. Du musst auf Pause klicken, könnt das gucken. Und vor allen Dingen lesen. Amerika. Okay. Verschwinden in Wolken. Mhm. Sonst gibt's hier noch zwei, da ja. Wir müssen zu Comstock House, Booker. Gehen wir wieder raus. Ja. Das hier noch rum hier, oder was? Hier ist etwas Geld. Ah, na ja, damit. Yes. Aber klar. Sieht tatsächlich rum, oder? Ah ja. Der Kaufsauto im Nord. Braucht man jetzt nicht. Soweit ich das sehe, Moment. So, ich habe keine Moneten mehr, das ist auch gut. Beziehungsweise nicht gut, aber. Na, ja. Sperrt. Oh, hier. Dann mach mal auf. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so Ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Was wollen Sie mit dem Ding jagen? Einen Marienkäfer? Alles voll. Naja.
Wo ist das Problem? Hier ist doch gar keiner. Ein Scharfschütze! Mal eben pausieren.